Grüß Gott, am 20. März habe ich angefangen. Damals habe ich die erste Aufnahme gemacht und es begann der Weg vom Diakon zum YouTuber. Und auf dem Weg zurück vom YouTuber zum Diakon bis heute sind es mehr als 50 Aufnahmen geworden. Es war kein Monolog. Ich habe von Ihnen ja Gott sei Dank viele Rückmeldungen und Ermutigungen erhalten. Es war eher ein Zwiegespräch mit Ihnen, mit Gott, aber auch mit mir selber. Dieser Weg ist ja nun am Ziel angelangt. Heute noch erhielt ich eine Nachricht, in der stand geschrieben, Jesus wäre sicherlich, wenn er heute leben würde, ein YouTuber oder ein Influencer. Doch mein Weg wird jetzt wieder anders weitergehen, bedingt auch durch die Öffnung unserer Kirche wieder für die Gottesdienste. Ich möchte heute schließen mit dem Hymnus aus der Vesper der Osterzeit und Ihnen damit zunächst mal auf Wiedersehen sagen. Zum Mahl des Lammes schreiten wir mit weißen Kleidern angetan. Christus, dem Sieger, singen wir, der uns durchs rote Meer geführt. Am Kreuze gab er seinen Leib für alle Welt zum Opfer hin, und wer von seinem Blute trinkt, wird eins mit ihm und lebt mit ihm. Am Pascha-Abend weiß das Blut den Würgeengel von der Tür, wir sind befreit aus harter Fron und von der Knechtschaft Pharaos. Christus ist unser Osterlamm, das uns zum Heil geschlachtet ward. Er reicht uns seinen heil'gen Leib als Brot, das uns sein Leben schenkt. Lamm Gottes, wahres Opferlamm, durch das der Hölle Macht zerbrach, den Kerker hast du aufgesprengt, zu neuem Leben uns befreit. Erstanden ist der Herr vom Grab, kehrt siegreich aus dem Tod zurück. Gefesselt ist der Fürst der Welt und offen steht das Paradies. Dem Herrn sei Preis und Herrlichkeit, der aus dem Grabe auferstand, dem Vater und dem Geist zugleich, durch alle Zeit und Ewigkeit. Amen. Tschüss.